In diesem Video sprechen wir über eine Trading-Zonen-Strategie. Das heißt, eine Trading-Zone, wie wir die einzeichnen und dann auch noch, wie wir diese traden mit einem Chance-Risiko-Verhältnis ab 5. Wenn du was zu schreiben hast, dann dabei haben. Außerdem, wir haben unter trading.de jetzt eine volle kostenlose Ausbildung für dich und hoffen, dass es dir weiterhilft. Wenn du einfach unter trading.de drauf gehst, dann findest du dort den Videokurs. Und wenn du sagst, du möchtest gerne in die Lerngruppe rein, die kostet einmal nicht diese 27 Euro, dann findest du hier unter Shop, findest du hier den Starterkurs, das Starterpaket. Und dort geht es in die Discord-Gruppe rein, wo du dann, wenn du hier einmal kurz das Video pausiert, das hier einmal durchliest, die zwei Playlisten findest, wie man sozusagen die Trading-Zone einzeichnet, wie die Trading-Strategie funktioniert und dann die Leute, die bei uns in der Ausbildung sind, helfen dir dann auf kostenloser Basis und tauschen sich mit dir aus, wie du diese Trades dann findest. Denn das erste ist es zu analysieren, dass man die Trades sieht und danach fängt man an, das Ganze im Demo-Konto zu traden. Also machen wir weiter und zwar eine Trading-Zone ist grundsätzlich ein Bereich, dass wenn der Kurs dort in die Nähe hinkommt, dass wir erwarten oder nachsehen wollen, ob der Kurs es dort schwer hat. Eine Trading-Zone grundsätzlich wird so eingezeichnet. Wir haben eine grüne und eine rote Kerze und ab dem Schlusskurs von der grünen Kerze, wenn es auf Long ist, ganz wichtig, bis zum höchsten Teil der Lunte von dem Farbwechsel. Die untere Seite der Lunte wird so eingezeichnet, also die untere Seite von der Zone. Wenn wir einmal hier die Spitze hier zum Beispiel nehmen, das allerunterste, was im Nachhinein passiert ist, das heißt hier zum Beispiel ist rot-grün das allerunterste und dann von rot-grün ab dem roten Schlusskurs, von der roten Kerze, bis zur tiefsten Lunte von diesen beiden Kerzen. So wird eine Trading-Zone eingezeichnet. Und wir gehen grundsätzlich davon aus, oder wir sehen dort sehr viele Reaktionen, wenn wir so ein Werkzeug wie eine Heatmap haben zum Beispiel oder ein Footprint, dann ist halt der Vorteil, also wenn wir das Volumen sehen können, dort finden wir viele Aufträge drinnen, wo der Kurs es schwer haben wird, dort durchzudrücken, in sehr vielen Fällen sogar. Aber es gibt auch einige Fälle, wenn wir den Druck genug erkennen, dass die Trading-Zone nicht halten wird, dass der Kurs dann einfach durchrauscht und das ist etwas, wo wir unsere Gewinne maximieren wollen. Also, als allererstes fangen wir mal so an mit der Trading-Zone. Dazu musst du eines wissen. Für mich persönlich, ich ging früher davon aus, dass ich immer, wenn der Kurs in einer Trading-Zone befindet, dass er sich umdrehen muss. Und das ist leider nicht so. Sondern das ist eher so, dass es verschiedene Marktphasen gibt. Und zwar einmal, das, wo der Kurs seitwärtsphasig läuft. Das heißt, man merkt, der Kurs ist sehr schwer gewichtet. Und egal, wenn der Kurs rausdrückt oder sich nicht rausdrückt, sondern sich nur an der Ober- oder Unterkante befindet, dass der Kurs gerne wieder reingehen möchte zurück. Hierbei lohnt es sich alleine einen Farbwechsel für dich zu nehmen oder einfach sich die Farbwechsel erstmal anzusehen. Nicht einfach zu traden, nur weil ich das jetzt im Video sage, sondern tatsächlich beobachten erstmal, wie oft das funktioniert und wie die Marktlage dazu aussah. Wenn wir natürlich sehen, dass der Kurs sehr trendig jetzt läuft, zum Beispiel wir haben auch wenn wir eine Seitwärtsphase haben, wenn wir aber sehen, dass der Kurs sauber von unten nach oben hochschießt, dann ist es schwer, hier einfach eine Trading-Zone zu nehmen und die ganze Zeit hier zu verkaufen. Wir würden nicht diesen Vorteil haben mit dem Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn du Hilfe brauchst zum Chance-Risiko-Verhältnis, hier gibt es einmal ein Video zum Chance-Risiko-Verhältnis, warum das für uns so wichtig ist. Denn die Sache ist natürlich, wenn ich drei Gewinner-Trades habe von 500 Euro, das sind 1500. Und wenn ich 7 mal 100 Euro verliere, dann habe ich minus 700. Das heißt, ich hätte noch 800 Euro im Profit, weil mein Chance-Risiko-Verhältnis für jeden Trade ab 5 war. Viele Trades, die ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 5 haben, laufen dann immer noch weiter. Und deshalb ist es, finde ich, so wichtig, mit diesem Momentum dann dementsprechend auch zu traden. Also, das heißt, eine Trading-Zone kann nicht nur verwendet werden im Sinne von jetzt, wenn der Kurs dort in dem Bereich ist, dass ich dort wegtrade, sondern auch im Sinne von, ich sehe, dass es sehr stark Sinn macht, dass der Kurs zu dieser Trading-Zone hingehen möchte und dann dementsprechend dort auch hintraden möchte, sobald ich sehen kann, einen Bereich, wo es Sinn macht, dass der Kurs sauber in die Richtung drückt und sobald der Kurs dann diese Zone erreicht, dass ich dann nachsehen möchte, lohnt sich das jetzt für mich rauszugehen, weil der Kurs im Sinne von anfängt nicht mehr so stark zu drücken? Oder wäre es sogar für mich besser drinnen zu bleiben, weil ich genug Druck sehe, dass der Kurs sogar weiterlaufen möchte als die eingezeichnete Zone? So, das schauen wir uns jetzt hier einmal in der Praxis an, dass es so einfach möglich ist. Danach zeige ich sogar ein paar Trades, was ich sehr toll finde und sehr anfängerfreundlich. Das heißt, das erste ist erstmal, wir suchen uns hier die Trading-Zone aus, zum Beispiel hier oben. Ganz wichtig, das ist der S&P 500, amerikanischer Markt. Sollte man auch, finde ich, zur amerikanischen Zeit dann auch dementsprechend traden. Hoch wurde eingezeichnet. Das ist der erste Schritt im Sinne von Nachsehen, in welchem Bereich macht er das dann? Für mich persönlich schaue ich nach, dass ich nur eine Horizontallinie oben meistens einzeichne. Denn die Sache ist, ich schaue persönlich immer einfach mit dem Auge nach, denn Einzeichnen kostet immer Zeit und dann
macht man da vielleicht, also ich finde, man kann das einfach auch so sehen, ohne einzuzeichnen. Aber für den Anfänger wäre es natürlich gut, das erstmal einzuzeichnen. Also, Nummer eins ist es, sich die Zone einzuzeichnen. Der zweite Schritt ist dann, ab wann kann ich sehen, dass der Kurs gerne hier hochgehen möchte? Das ist, finde ich, mit Abstand das Allereffizienteste, was es gibt. Da gibt es natürlich Indikatoren, die mir helfen, wie der Zickzack-Indikator oder AnkorVWAP, aber erstmal nur Kerzenkörper finde ich sehr gut. Und sobald ich dann selber erkennen kann, sobald zum Beispiel hier der Kurs hier einen größeren Rücksetzer macht, sobald ich für mich persönlich erkennen kann, dass es Sinn macht, dass der Kurs hier oben hingeht, dann nehme ich hier irgendeinen Farbwechsel, wie zum Beispiel, sobald der Kurs hier rot-grün macht und dann ein höheres Rot-Grün. Wir haben übrigens letztens ein Video hochgeladen zum Thema Farbwechsel. Schau dir das gerne an, dass man dann sagen kann, weißt du was, ich mache jetzt hier einen Long Trade nach der grünen Kerze, mache die Stoppsetzung unterhalb des Farbwechsels, dass wir hier so einen kleinen möglichen Stopp haben und visiere dieses Hoch hier oben hin. Es gibt hier sehr viele, wie wir sehen, geht er zur Zone hin und dann muss man nachsehen, wie arg er hier drückt. Man kriegt Angst, man geht früher raus, das ist vollkommen in Ordnung für den Anfang. Es wird sehr viele Trades geben, die werden in den Verlust rein. Wir reden davon, von 10 Trades werden mindestens 5 Stück oder 7 Stück sogar in Verlust sein und dann wird es nur ein oder zwei Gewinner-Trades gehen. Und wenn es bei dir das so der Fall ist, dann ist das vollkommen normal, weil man einfach noch nicht genug Erfahrung hat, genug abzuwarten. Es gibt eine Studie und zwar, das sagt aus, dass man eine Gruppe gesagt hat, die soll den perfekten Topf machen und die andere Gruppe sollte so viele Töpfe wie möglich machen. Und man kam zum Entschluss, dass die Gruppe, die die meisten Töpfe gemacht hat, viel schönere Töpfe hatten als die Gruppe, die nur diesen einen tollen Topf machen sollten. Das heißt, dass man immer wieder auf Quantität gehen muss und zwar jemand, der etwas natürlich öfters gemacht hat, mehr Erfahrung hatte. Und da können wir natürlich jetzt also ein Compounding-Effekt nennt sich das auf Englisch, also im Sinne von, wir können jetzt eine Herangehensweise verwenden, indem wir einfach jemand, der zum Beispiel jetzt 100 Trades macht mitunter im Monat, wird viel mehr Erfahrung haben als jemand, der nur ein Trade gemacht hat oder 5 Trades zum Beispiel. Und für den Anfänger, der noch nie irgendwie so richtig den Markt auswendig kennt und die Kerzenkörper richtig lesen kann und traden, finde ich, ist es wichtig, erstmal viele Trades zu machen, sich natürlich erstmal nicht aufs Traden konzentrieren, sondern erstmal beobachten. Denn die Sache ist, wenn man anfängt zu traden, dann konzentriert man sich mehr auf den Trade als den Markt überhaupt. Das heißt, manchmal, da macht der Kurs zum Beispiel eine Struktur, wie zum Beispiel, dass dieser hier zum Beispiel runterläuft. Und wenn der Trader hier jetzt dreimal ausgestoppt wurde, dann ist man schon ermüdet, frustriert. Währenddessen ein anderer Trader nur beobachtet, sehen kann, dass es immer noch weiter in die Richtung hingeht und dass es einfach nur ein Rücksetzer ist, weil er sich mehr auf den Kurs konzentriert als auf sein eigenes Trading. Ich zeige dir einmal die Sache mit dem Starterkurs, was wir ja bei uns unter Trading.de haben, und zwar von dem Teilnehmer hier. Und zwar finde ich, ist das hier wirklich sehr schön, was hier die Daniela zum Beispiel gemacht hat. Wenn wir einmal hier drauf gehen, dann sehen wir hier, wenn wir hier einmal auf das kleinere Bild drauf gehen, ist das hier? Ne, das ist hier nicht das Bild hier. Ah, das ist hier ein zweites Bild hier. Hier. Dann sehen wir hier einmal zum Beispiel diese Seitwärtsphase. Und bei dieser Seitwärtsphase hier sehen wir, dass Daniela hier versucht, hier auf Short zu traden, wobei das eigentlich diese schwere Seitwärtsphase ist, von der ich gesprochen hatte. Das heißt, sobald der Kurs, deswegen haben wir auch sowas wie ein Tages-VWAP, der ist gerade zum Beispiel. Wäre es am besten tatsächlich auswendig zu machen, wo ist der untere Bereich, wo ist der obere Bereich, wie gerade erwähnt. Und wie du hier oben siehst, einfach ein Farbwechsel. Die Farbwechsel waren super Trades, was die Daniele hier gemacht hatten alle ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 5, das heißt 100 Euro Risiko, 500 Euro Gewinn. Wenn Daniela jetzt 10 Trades hätte, 3 Gewinner-Trades mit 1500 und 7 Verlierer-Trades mit 700, hätte sie somit 800 Euro Profit. Das heißt, obwohl man diese vielen Verlust-Trades hier macht. Jetzt haben wir natürlich viele Trades, die hier in der Mitte sind und das ist vollkommen normal für den Anfang, weil man versucht hier trendig zu traden. Die Sache ist natürlich, entweder läuft der Kurs seitwärtsphasig, dann muss man an der Außerkante traden oder macht es, finde ich, eher Sinn, an der äußeren Kante zu traden, wie man sieht, oder der Kurs läuft trendig und dann tradet man eher mittig, wie man es hier zum Beispiel sieht. Und beides natürlich in einer Seitwärtsphase eher weniger, sondern entweder oder. Entweder es ist seitwärtsphasig und man tradet außen oder es ist trendig und man tradet sozusagen mittendrin. Man geht dann davon aus, dass der Kurs dann mehr drückt. Ein zweites Beispiel, was ich noch zeigen möchte, ist, und zwar war dann einmal, wo ich hier gesehen habe, dass es hier sauber trendig läuft. Da hat man auch, ich glaube, das war auch von der Daniela, ich bin mir da nicht gerade sicher, aber wir nehmen mal hier dann ansonsten hier eins zum Beispiel von Matthias hier. Da sehen wir hier zum Beispiel, haben wir einmal einen trendigeren Tag. Der Tagesvib ist auch flach, aber wir sehen, dass der Kurs steil nach oben läuft. Alleine durch Verwendung hier dieses Anchor-VWAPs hier sehen wir das hier. Und was der Trader hier gemacht hat, der Trader hier versucht nicht hier oben Short dann zu laufen, also im zu gehen, also wie man eine Seitwärtsphase tradet von außen nach innen, sondern was dieser Trader macht, er tradet auf der Unterkante nach oben und dann höher, Unterkante nach oben.
und versucht hier die ganze Zeit nach oben zu traden. Hier war es natürlich schon fertig mit der Bewegung, denn er hätte hier noch weitergehen sollen. Das heißt, ab hier ist der Kurs dann in einer schweren Phase drin. Und in diesen schweren Phasen kann man wieder nur genau das gleiche wieder Oberkante nach unten oder Unterkante nach oben und ist sehr schwer zu traden. Aber hier, wie wir hier sehen, war sehr viel Momentum im Spiel und deswegen ist dieser Trade wirklich toll gelungen. Und dann sehen wir, das Chance-Risiko-Verhältnis 1:5. Nun müsste man noch nach links nachsehen, was habe ich da für eine Zielsetzung, was hier fehlt. Vorhin haben wir zum Beispiel bei der Daniela, finde ich, wenn wir hier einmal zurückgehen, sehen wir hier ganz schön, dass es hier diese schwarze Linie gibt als Zielsetzung und dann auch hier unten diese schwarze Linie als Zielsetzung, die von links grundsätzlich kommt, was ein Tief ist. Das heißt, immer mit diesen Zielsetzungen arbeiten auf diesem 3-Schritte-System. Erstens, ich habe meine Zielsetzung, ich sehe, wohin der Kurs hingehen möchte. Zweitens ist dann, hier kann ich erkennen, dass er zu dieser Zielsetzung hingehen möchte und das dritte dann diesen kleinen Farbwechsel nehmen. Und es wird viele Trades geben, die werden genauso aussehen, dass man tradet in die Richtung und dass er dann gar nicht dahin kommt. Das liegt daran, weil man den Kurs mehr zusammenziehen muss und mehr nachsehen muss, ist das schon dieser Druck, der schon gelaufen ist, war das schon die Bewegung? In dem Fall, finde ich, sind das zwei wunderschöne Trades. Der zweite Trade, der wäre sogar aufgegangen, wie wir hier sehen. Leider wäre es gegebenenfalls ein Ausstopper gewesen und es ist auch hier schon 22 Uhr. Aber die Sache ist natürlich, es geht um Quantität und etwas Qualität. Das heißt, wenn der Trader hier zwei Verlierer-Trades hat. Als bestes Beispiel, wir nehmen an, ich finde fünfmal die Woche ist zu viel, aber dreimal die Woche ist gut, weil es gibt manchmal eine ganze Woche, da läuft der Kurs in einer ganz großen Sideways-Phase. Aber wenn der Trader jetzt anfängt, zum Beispiel dreimal die Woche am Rechner zu setzen, immer zum Beispiel Montag, Mittwochs und dann zum Beispiel Donnerstags. Und er macht jetzt pro Tag immer zwei Trades, dann hat er hier 2, 4, 6 Trades platziert. Das heißt, jede Woche würde er 600 Euro reinplatzieren. Er könnte eine ganze Woche eine Verliererwoche haben und minus 600 Euro verlieren. Wenn er einen Trade gewinnt mit 500 Euro, hat er ja schon fast wieder alles rausgeholt. Und darum geht es grundsätzlich im Trading, mit dem Chance-Risiko-Verhältnis zu arbeiten und dann auch dementsprechend qualitativ wie möglich, finde ich, zu traden. Über einen Zeitraum von 3 Wochen maximal 15 Trades. Mir wäre es lieber, dass man die 15 Trades mit unter 8 oder 12 Wochen sogar hat und dann sich sauber auf die Phasen konzentriert, wo der Kurs tatsächlich dann in diese dementsprechende Richtung hingeht. Wir schauen uns gerne hier nochmal ein anderes Beispiel an, was hier ziemlich frisch ist. Ich gehe ja einmal mal frisch durch. Wir sehen hier einmal eine Phase, da geht er hier sauber zum Beispiel hoch, wieder von der Daniela. Und zwar diesmal hat hier Daniela ziemlich trendig hier gehandelt. Das ist genau das, was ich hier zeigen wollte. Wir sehen hier oben links T1, Take Profit 1, das heißt diese Zielsetzung, Trade 1. Diese Zielsetzung, was sie hier oben anvisiert hat, sie hat immer die gleiche Zielsetzung anvisiert. Höchstwahrscheinlich ist hier links ein ganz großes Hoch gewesen von der schwarzen Linie. Denn diese schwarze Linie hier hat zu der anderen schwarzen Linie oben einen sehr großen Abstand. Und das ist wirklich eine sehr tolle Zielsetzung. Jetzt sieht man hier, dass Daniela hier einmal, also der Kurs es leider nicht schafft, ein Verlierer-Trade macht, den zweiten Verlierer-Trade, den dritten Verlierer-Trade, den vierten Verlierer-Trade und dann der fünfte Trade, der schafft es dann in den Gewinn rauszugehen. Und das ist genau die Sache, dass man hier Quantität und dann etwas Qualität kombiniert. Später geht es dann darum, dass wenn man zwei Verlierer-Trade hat, dass man dann aufhört und dann am nächsten Tag wieder tradet. Denn die Sache ist, es gibt Tage, da würde Trade 1 und Trade 2 gut funktionieren. Ich finde, Daniela hier als Traderin hat es wirklich toll ausgeführt. Der einzige Grund, weshalb es nicht so gut lief, ist einfach, weil der Kurs nicht genug gedrückt hat. Und das ist etwas, was ich finde, nicht in unserer Hand ist. Wir positionieren uns so gut es geht. Wir sprühen unser Risiko so gut es geht. Es ist jetzt keine Anlageberatung, ist etwas, was für mich sehr gut funktioniert oder diese Teilnehmer. Und dann gibt es halt den einen oder anderen Tag, da rennt dann der Kurs. Da geht er alleine nur nach einer kleinen grünen Kerze. Auch wenn 5 grüne Kerzen da sind, da könnte man jede kleine grüne Kerze drücken. Der Kurs würde nicht zurückkommen und weiter in die Richtung laufen. Und das sind genau die Tage, da finde ich, kann man mehr riskieren, mehr Zeit rein investieren. Und kriegt man ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis und eine höhere Trefferquote. Ich hoffe, dass du soweit aus diesem Video mitnehmen konntest. So viel zu Trading-Zonen und Marktphasen. Und in dem Sinne wünschen wir dir viel Gesundheit, gute Trades und gerne einfach unter trading.de vorbeischauen. Wir hoffen, dass du da was mitnehmen kannst. Und dann JT out.